Es ist so, dass es hier eine dauerhafte Einrichtung ist. Solange die Flüchtlingspolitik hier besteht, solange wird es dieses Camp hier geben. Aber das Ziel der Athener Regierung ist es, dass die Flüchtlinge in normale Wohnungen, in urbanen oder nicht urbanen Gebieten ansässig werden. Wir sind aus einem Gebiet, welches gegen Bashar al-Assad kämpfte und wurden von den Assad-Truppen belagert. Es gab weder Wasser noch Nahrung, Medikamente oder Strom. Wir waren 3 Jahre lang belagert. Sie warfen Fassbomben und chemisches Saringas auf uns ab. Viele unserer Verwandten haben wir verloren. Dann kam der Waffenstillstand in Mudamiyat und wir gingen nach Norden in die befreiten Gebiete Syriens. Das war eine Hoffnung, eine neue Heimat zu finden. Viele hier haben Verwandte in Deutschland und wollen im Zuge der Familienzusammenführung dann nach Deutschland. Es wird auch Flüchtlinge geben, die hier bleiben werden, obwohl das wirtschaftliche Umfeld hier nicht so gut ist wie in Mitteleuropa. Dort trifft man weitaus bessere Arbeitsbedingungen an. Für mich spielt es keine Rolle. Alle Menschen sollten willkommen sein, egal wo sie weiterhin leben werden. Ich hoffe, dass ich und meine Kinder nicht mehr sehen müssen, was wir gesehen haben. Ich hoffe, dass ich die Vergangenheit hinter mir lassen kann. Bis jetzt konnten wir diese Tragödie und die Menschen, die wir verloren haben, nicht vergessen. Ich hoffe, dass ich ein neues Leben anfangen kann. Die Kinder gehen in die Schule und haben Freunde. Ich mag ihre sozialen Beziehungen. Die Kinder sind nicht allein, sie spielen miteinander. Eine vertraute Atmosphäre. Als wir mal nach Athen wollten, waren die Kinder traurig. Sie wollten nicht, weil es hier Häuser und Natur gibt. Wir benötigen Gelder aus Europa. Gelder für die Flüchtlingsarbeit kommen ja natürlich aus europäischen Kassen. Aber ich sage, der wichtigste Faktor ist die Liebe der Griechen zu den Fremden, aber auch die griechische Solidarität. Und mit der Liebe aller von allen Menschen versuchen wir, alles Beste für die Menschen zu tun.